Hallo liebe Fans, ich bin's, der Flash Tiger SAD, heute mit einem weiteren Turnier-Ankündigungsvideo. Ich habe wieder ein Turnier geplant, nämlich ein Halo 4 2 gegen 2 Turnier mit HE V2 Settings. Das Turnier wird am 31.08.2014 ab 12 Uhr sein, also an einem Sonntag. Außerdem habe ich ein neues Turniersystem ausgewählt, beziehungsweise wieder ausgewählt. Die Gruppenphase mit anschließendem K.O.-System, das kennt ihr vielleicht von der Fußball-WM, da wird das auch mal angewandt. Ihr seid am Anfang zu viert in einer Gruppe, spielt gegen die anderen Teams einmal mit Best of 3, das heißt, ihr spielt zwei Spiele, steht dann Gleichstand, spielt ein drittes Spiel zur Entscheidung. Die besten zwei von dieser Gruppe kommen weiter in das K.O.-System, die anderen beiden sind ausgeschieden. Preise wird es wie gesagt nicht geben, das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, da ich hier nicht die Möglichkeit habe. Und was auch jetzt besonders an diesem Turnier ist, eine Kapazität von 64 Spielern, also 32 Teams, möchte ich erreichen. Werde mich jetzt jeden Tag daran setzen, um dieses Ziel zu erreichen. Und ihr könnt mir auch gerne helfen, indem ihr einfach eure Freundesliste anschreibt oder wie ihr es machen möchtet. Ich freue mich da immer sehr. Kommen wir genauer zu den Settings. Es wird nämlich HEV2 gespielt, einmal Team Slayer bis 25 Punkte auf dem Haven oder Simplex. Dann HECTFV2 bis 3 Punkten. Dabei ist zu beachten, dass nicht vorzeitig abgebrochen wird, nämlich es wird einfach das Zeitlimit ausgekostet, wenn es nicht geht, wenn es nicht bis zu 3 Punkten geht, auf Simplex oder Dispatch. Wie ihr diese genau anbandt, zeige ich euch eben hier auf meinem Blog. Hier seht ihr auch immer die Spielpläne, die werden immer aktualisiert, müsst ihr immer drauf schauen. Auch in der ersten halben Stunde wird das aktualisiert, wenn ich weiß, wer nicht da ist und wer doch, dann wird das mal angepasst. Schauen wir erstmal hier. Hier haben wir einmal das Heimteam aufgelistet in dieser Tabelle. Das Kommandosieg um den ersten Settings, um das erste Spiel hier, was ihr sehen könnt, wo 0-0 steht. Die Settings können Sie sich aussuchen, was ich gerade vorgelesen habe. Danach Team 2 wählt hier aus für das zweite Spiel. Und es gibt auch eine extra Rangliste für das dritte Spiel, damit das nicht von einem Team ausgewählt wird. Und dabei ist zu beachten, dass im dritten Spiel insgesamt keine Settings gespielt werden, die schon gespielt wurden in diesem Spiel, in dieser Begegnung der zwei Teams. Genaueres alles auf meinem Blog, alles in der Videobeschreibung oder wo dieses Video gerade ist. Wie könnt ihr euch anmelden? Es gibt mehrere Optionen, ihr müsst mir nur zwei Gamertags einfach senden, per Xbox Live Textnachricht an Illuminator400, das ist mein Gamertag. Oder per Facebook private Nachricht, meine Seite FlashTigersHD. Private Nachricht per YouTube FlashTigersHD oder einfach hier unten in die Kommentare von diesem Video. Oder auch ganz altmodisch per E-Mail flashtigers1400@gmail.com. Ich schreibe euch dann an auf Xbox Live und ihr müsst das nochmal bestätigen, damit ich auch weiß, dass ihr euch wirklich anmelden möchtet. Wenn ihr jedoch keine Zeit habt, meldet euch bitte sofort wieder ab, damit ich weiß, wer kommt und wer nicht. Und wenn ihr einen Teamkameraden wechseln möchtet, dann könnt ihr das auch immer noch bis zum Anmeldeschluss machen. Das ist der 31.08.2014 um 10 Uhr, also 2 Stunden vor dem Turnier. Und wenn ihr einen Gamertag wechselt, ändert, dann auch sofort anschreiben bitte. Ich hoffe, das Turnier wird euch Spaß machen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit anschreiben, anquatschen auf Xbox Live. Ich werde jede Frage beantworten und ich möchte auch jedem helfen, an diesem Turnier teilzunehmen und ich hoffe, ihr werdet da viel Spaß haben und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss! Und weitere Informationen auf meinem Blog, wenn ihr da was lesen möchtet, in der Videobeschreibung. Tschüss!